Erster Zweikampf von Castro gegen den jungen 17-jährigen Traumstart. Unfassbar! Keine 58 Meter. Castro ist nicht schnell genug bei diesem talentierten 17-Jährigen, der den Ball hineinbringt. Zach Nini. Und zwischen Hummels und Ginter komplett blank, frei, völlig frei. Nach wenigen Sekunden Samuelsen. Es sind 13 Sekunden. Dortmund hat mal einen ähnlichen Fehlstart in Leverkusen. Schrecken daran erinnern, dass das schon wieder so losgeht. Aber mein Gott, er ist jetzt nicht an diesem Gegentor schuld. Schon eher Gonzalo Castro, der Zach Nini da laufen lässt, kann Dortmund sofort antworten. Schöne Bewegung von Kagawa. Irgendein zweitklassigen Verein aus Norwegen. Und Borussia Dortmund, die das schon irgendwie machen. Hier ist was los in der Skagerrak Arena. Klasse Abschluss und super zuvor. Ocean. Hummels weggecheckt, aber das war fair. Lockwelle, Riesenschuss, 2-0. Zu räumen da draußen. Und dann hat er natürlich auch die Option, links rauszuspielen. Entscheidet sich aber richtig. Castro muss auch spekulieren, dass der Ball nach außen kommt. Zu einfach weggeschenkt. Wer hätte das nach dem Bundesliga-Auftakt gedacht? Der Ballschuss. Das kann nicht wahr sein. Den muss er halten. Espen Rüd an Weidenfeller, der gute Sicht hat. Ein Mannmauer. Der Ball dreht. Klar, das sind andere Bälle, schwerere Bälle. Scheint die Richtung noch mal zu ändern. Weidenfeller völlig überrascht, aber müssen wir überhaupt nicht überdiskutiert. Schlauer Trainer. Mkhitaryan, gute Schussposition, Pech für den BVB. Der Tino Miranda erkannt hat nochmal. Doppeltes Pech, einmal der Postenschuss und dann das Unterwechsel. Kampe. Gündogan. Patzer, das ist das Tor. Das ist das Tor für Borussia Dortmund durch Aubameyang. Da ist der Fehler des jungen Torhüters vergeben war. Kampel zögert kurz und dann der Lohn dafür, dass er es mal versucht hat. Kein Abseits von Aubameyang, der nicht im Abseits steht. Und dann ist er einfach zu unsicher, der junge Torhüter. Mehrfach im Video auch von den BVB-Scouts gesehen, dass der nicht jeden Ball festhält. Ganz wichtig, dass Aubameyang sofort nach Sets richtig steht. Weder im Abseits, noch ein Foul, Treffer zählt. Jetzt sieht es schon wieder ganz anders aus. Das Auswärtstor ist da, nur noch 1:3. Hummels, super Pass in den Raum. Schmelzer sehr aktiv nach wie vor auf der Seite. Kopfballchance fast für Aubameyang. Und Kagawa! Perfekter Start. Diesmal für den BVB. Super genommen als Aufsetzer. Nicht zu halten. Schnell geschaltet. Und völlig verdient. Mkhitaryan. Gündogan! Exzellent. Bis auf den Abschluss. Jetzt haben sie schon doch einige Torchancen da. Liegen lassen. Perfekte Schussposition. Gündogan beidfüßig. Es ist. Aubameyang, nächster Versuch! Ball den Klasse-Torhüter, sage ich einfach mal, auch vielleicht am Tor vorbeilenken kann. Fehlt ihm auch möglicherweise der ein oder andere Zentimeter. Körpergröße, dennoch Kompliment. Klasse Parade. Vater ist sein Torwarttrainer. War früher dazu. Wieder schönes Anspiel. Fast durchgekommen für Aubameyang. Noch die nächste Chance und Aubameyang verstolpert. Ist ausgehoppelt, aber sind das jetzt Tormöglichkeiten? Boah.
warten, was der BVB hier noch zu bieten hat. Mit Marcel Schmelzer und das ist der Ausgleich. Joma Bejong trifft zum 3-3. Nochmal, toller Antritt, dann in den Rücken der nach vorne Richtung Tor laufenden Abwehrspieler. Und dann durch die Beine von Sondre Rosbach. Und damit würde ja schon ein 0-0 im Rückspiel einer Woche ran. Gagawa. Und wieder Schmelzer, super gespielt, direkt. Und kommen sie zu Chancen, das hat in der ersten Hälfte gerade über rechts gefehlt. Schmelzer macht das einmal. Weigel. Gagawa, das geht alles zu schnell und da ist das 4-3, er trifft schon wieder. Henrik Mkhitaryan. 7 Tore erzielt haben, 4-mal Aluminium. Aber diese Bewegungen sind jetzt zu schnell und sie können nicht mehr jede Bewegung mitmachen und auch nicht mehr jeden Meter mitgehen. Jeder ist einen Schritt hinten dran, auch in der Mitte. Thomas Grögert kann einfach nicht mehr folgen. Kagawa mit einer brillanten Vorlage für Mkhitaryan. Ramos dazu als eine Anspielstation, bindet ein, zwei Gegenspieler. Das macht wiederum Platz, das schafft Platz für die anderen.